Wir sind ihm gefolgt und konnten ihn anklicken. Seid gegrüßt. Hier kommt ihr nicht weiter. Die Brücke wurde zerstört. Sie sieht nicht unpassierbar aus. Da drüben sind nur Wälder und Wiesen. Danke für die Warnung. Braucht ihr einen Hexer? Ihr seid ein Hexer? Ja. Herr... Braucht ihr einen Hexer? Mein Lebenswerk droht in Vergessenheit zu geraten. Ihr allein könnt helfen. Wo liegt das Problem? Ich hatte einen Traum. Die Flussgespenster flehten mich um Beistand an. Mich, einen bescheidenen Diener der Herrin des Sees. Eine einmalige Chance, meine Hingabe zu zeigen. Gewiss. Die alte Brücke, um die ich mich kümmerte, wurde baufällig. Doch die Gespenster bleiben mir verbunden. Sie baten mich, alles wieder in Ordnung zu bringen. Wie kann ich helfen? Was mein Sohn und ich bei Tage bauen, wird nachts wieder zerstört. Ich wette, das sind die verdammten Griggs. Oh, ja, dann, Meine Hilfe ist nicht umsonst. Wollt ihr 400 Orens oder ein Buch über Geister und den König der wilden Jagd? Ihr könnt auch die Hilfe meines Sohnes bei gefährlichen Ausflügen bekommen. Nee, danke. Er ist ein ausgezeichneter Bogenschütze. Abgemacht. Besucht das alte Weib im Dorf. Doch seht euch vor, sie ist eine Hexe, aber sie könnte Mittel und Wege kennen, wie man Griggs vertreibt. Na gut. Ja. Aber wir wollen zu Alvin. Immer noch. Aber kommen wir jetzt nicht zu Alvin? Doch. Oh. Fluss, Badeplatz der Najade. Gehen wir mal zu Alvin. Noch ein Riesentausendfüßler. Komm her, Kleiner. Jetzt kommen aber zwei von diesen Viechern auf uns zu. Komm schon, den einen jetzt weg damit. Komm schon. Boah, Alter, seht euch mal unsere Lebenspunkte an. Die sind nicht von schlechten Eltern, die Viecher, muss ich schon sagen. Alter, ist der jetzt ein Dritter? Alter, nein, nicht betäuben. Nicht betäuben. Alter, du Drecksau. Oh. Boah, ich muss hier weg. Was? Der kann mich doch hier gar nicht erwischen. Stirb einfach. Oh, dieses Vieh, ey. Komm schon, jetzt geh einfach drauf, verdammte Hacke. Ah. Endlich. Die hauen ordentlich rein, das muss ich den lassen. Ah, sehr geil. Ein bisschen Harn einsammeln. Kann nicht schaden, ganz viel Harn dabei zu haben. Sanita kommt jetzt noch ein Tausendfüßler. Ach nö.
Habe ich da gerade Alvin gesehen? Alvin! Ich will nicht! Geh weg, du blöder Geist! Es ist Alvin! Der Bruder von den Chipmunks! Gerald von Riva persönlich. Ihr seid berühmt in der Gespensterwelt! Danke. Alvin, geh da weg. Herbeigerufene Gespenster können sehr gefährlich sein. Ich wollte nur die Macht anwenden, wie Triss. Normalerweise bin ich freundlich, aber in letzter Zeit etwas einsam. Ich möchte, dass Alvin mir beim Würfeln Gesellschaft leistet. Er ist ein kluger Junge. Lasst ihn in Ruhe. Also eine klassische Lösung. Wir spielen um ihn. Der Verlierer überlässt dem anderen den Jungen. Ich will ja irgendwie, dass der Junge verschwindet, aber ich will dem nicht das Spiel überlassen, weil dann ist dann Triss wieder sauer auf uns. Komm. Ihr habt keine Chance. Selbstsicher. Trefflich. Hätte ich mal vorher gespeichert. Okay. Wow, fick dich, Alter. Ich habe keine Chance. Ich muss eine 1 kriegen oder eine 6. Ja! Bäh! Was? Ach komm, eine Straße ist besser als zwei Pärchen. Auf jeden Fall ist eine Straße besser. Viel schwerer zu bekommen. Wieso hast du immer zwei Pärchen, du Drecksau? Oh, das wird nicht gut enden. Ich kill den Geist einfach am Ende. So, fertig. Oh, bekomm kein Trolling, komm schon. Oh, okay. Es ist ja an Spannung nicht zu überbieten, muss ich sagen. Oh, direkt ein Full House, okay. Was hat er? Nur Schrott, ich erhöhe um 2. Ja! Oh, wie viel Poker der Trickser aktualisiert? Ihr habt nicht gerettet. Ich hatte solche Angst. Alles wird gut. Ich weiß. Was hat dich zu diesen Ruinen gelockt? Der Einsiedler hat was von Magie gesagt. Triss hat gesagt, eines Tages lerne ich, wie man Zauber wirkt. Ich mag Magie. Glück ist nie von Dauer. Ich hatte kein Recht, Alvin so in Gefahr zu bringen. Die Salamandra wissen nicht, was Gnade ist. Sie machen vor nichts Halt. Ich bin nicht zum Vater geschaffen. Ich bin ein Hexer. Manchmal bedauere ich das. Ich vermisse die beiden. Ich vermisse sie. Ich habe ein Geschenk für dich. Gefällt dir diese Demeritum-Kette? Halsketten sind was für Mädchen. Die hier vertreibt deine Albträume. Ich trage auch eine. Ein Amulett wie eures. Möchtest du bei Alina und Julian leben? Ich träume von Alina. Ich sehe sie auf den Feldern. Sie tanzt suchend im Sonnenschein. Sie sagt, ich soll dir suchen helfen. Aber ich weiß, dass wir nichts finden. Wenn ich aufwache, kriege ich keine Luft und fühle mich schlecht. Das sind nur Albträume, Alvin. Möchtet ihr denn wirklich bei gewöhnlichen Leuten leben? Gut. Hexer sind doch dafür da, um solche Leute zu beschützen. Einfache, schutzlose, gewöhnliche. Legt die Halskette an. Dolne, schaut mir in die Augen und erblickt euren Tod. Ich muss mir das nicht anhören. Ihr seid nicht einmal ein Mensch. Alvin. Begreift ihr jetzt die Notwendigkeit dieses Tuns? Ganz gleich, wie hoch der Preis ist? Gerald. Öffnet euren Geist. Alter, what the fuck?
Oh, Alvin ist jetzt wenigstens in Sicherheit, scheinbar. Aber ich würde gerne mit dem Knaben nochmal reden. Julian und ihn warnen. Hallo, Skelett. Warum taucht er jetzt der Geist auf? Was hält euch hier? Das Einzige, das stärker ist als der Tod. Liebe? Ich wusste nicht, dass ihr so romantisch seid. Ich spreche natürlich vom Würfeln. Ach so. Lohnt es sich, für ein Spiel zurückzukehren? Es ist eine Leidenschaft. Kein Spiel. Ich weiß es. Ich habe beim Pokern Vermögen gemacht und verloren. Und mein Leben verlor ich durch eine Pechsträhne. Ein Spiel? Nur zu gern. Soll ich für euch würfeln? Das schaffe ich gerade noch. Ich hab den schon besiegt. Ich kann gegen das Strange Tricksters Poker spielen. Ich habe ihn ja schon gewonnen. Genau. Wir haben ja schon... Tausendfüßler ist fertig. Alvin ist in Sicherheit. Ist fertig. Die Hitze des Tages. Julian sprechen und ihn warnen. Ja, komm, ne? Machen wir mal. Und... Würfelspiel? Ne, warte, wo war das? Da, der Trickser. Gespenst. Ich habe Gespenst gewonnen. Ich suche mir einen anderen Trickser. Rittersporn. Und den Elfentrickser haben wir noch. Oh, scheiße, noch zwei, ey. Wellen. Ne, kleine Drangsale. Zur Heilerin gehen und sie fragen, wie man mit Kriegs verfährt. Ah ja, genau. Können wir eigentlich offen. Wenn wir da... Machen wir das doch. Gehen wir noch erstmal zu Abigail. Ist hier noch irgendwas in der Nähe, wo wir noch hin können? Ne, nur Durchgang zum Dorf und die Brücke und Fluss. Badeplatz der Najade. Gehen wir da erstmal runter zum Badeplatz. Und Alvin, du, Junge, ich wollte noch was fragen. Alvin, du solltest aufhören, Töte den Elf zu spielen. Ich mag dieses Spiel wirklich und ich gewinne immer. Naja, fast immer. Alvin. Gut, ich höre auf damit. Danke. Und? Ja? Wie bist du nach Trübwasser gekommen? Ich habe zusammen mit Triss die alte Rede gelernt. Ein schrecklicher Sturm zog auf. Dann hat Triss mir gesagt, ich soll mich unter dem Bett verstecken. Nur weiter. Dann waren stapfende Schritte auf der Treppe. Und dann wurde Triss wütend auf die Männer. Wütender als damals, als ich ihr Kleid mit Zauberfarbe angemalt habe, die man nur im Dunkeln sehen kann. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe Schreie gehört. Leute sind die Treppe runtergefallen. Es roch nach verbranntem Fleisch. Oh. Dann kamen noch mehr Männer an Seilen durch die Fenster. Die haben Triss geschlagen, glaube ich. Und ein Mann mit Brille hat sie gefragt, wo ich bin. Der Professor. Sie sagte, sie hätte mich zu einem Freund in Kovir teleportiert, wo die Luft rein ist und man viel machen kann. Was ist dann passiert? Der mit der Brille sagte, er würde mit dir spielen. Und Triss hat gesagt, ihr würdet ihn finden und töten. Hm. Dann hat sie ihm zwischen die Beine getreten. Er fing an zu weinen. Und die anderen haben sich nicht in ihre Nähe getraut, weil sie gezaubert hat. Ja, Triss kann gut auf sich aufpassen. Mach dir um sie keine Sorgen. Dann hat jemand befohlen, das Zimmer zu durchsuchen. Und sie haben mich gefunden. Ich bin weggelaufen und sie sind mir nach. Ich war echt schnell, aber dann bin ich gestolpert. Und sie haben mich erwischt. Trottel. Die haben mir einen Sack übergestülpt und mich irgendwo hingebracht. Ich hatte da mehr Angst als im Umland. Da habe ich die Augen zugemacht und mir vorgestellt, ich wäre weit weg von diesen Leuten. An einem schönen Ort, wo die Sonne scheint. Und dann hat Alina mich gefunden. Ich lüge nicht. Ich glaube dir. Ich gehe da nicht mehr hin. Die tun mir weh. Triss sollte hierher kommen. Schon gut. Mal sehen. Ich bin auch bestimmt artig. Ich verspreche es. Sehr gut. Sei brav. Wir sehen uns später. Sehr gut, sehr gut. Dann müssen wir unbedingt, wir müssten eigentlich dringend zurück zu Triss und schauen, wie es ihr geht. Wir müssen sie retten. Aus den Fängen. Der anderen Salamandra von Ada
Alter, die Drecksau. Ich hasse diese Frau langsam. Ah ja, hier ist das Plansch, der Planschbereich. Ist das irgendwas? Oh, ich kann einen Punch. Oh, wissen Sie, sauber. Oh, ein schönes Wasser haben wir. Nee, gehen wir mal zurück zu Julian und zu Abigail. Und wir müssen unbedingt noch mehrmal die Mitternachtserscheinung killen. 9 Stück. Ich will nämlich alle Pflanzen hier kennen. Endlich mal. Weißt du, das dauert mir ein bisschen zu lang. Ach, da kann ich gar nicht lang. Stimmt. La 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 la. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu den Elfen danach. Genau. Dann kriegen wir noch die Mittagserscheinung. Wie viel haben wir eigentlich? 17:30. Ja, das geht ja noch. Danke, dass sie immer das Tor für mich aufmacht. Ich bin sehr freundlich. Abigail. Hallo, Abigail. Was wollt ihr? Der Maurer Hahn schickt mich. Dieser Taugenichts. Er hat meinen Kamin versiegelt. Seitdem ist es hier entweder kalt wie im Winter oder neblig wie im Herbst. Ich wette, die Arbeit an der Brücke geht nicht voran. Genau. Warum sollte er einen Hexer und eine Hexe brauchen? Nachts zerstören Grix die Brücke. Und Hahn muss sie dann tagsüber wieder reparieren. Ja, boah, sie sind die Kriegs... Oh ja, kann man irgendwie eine Versöhnung herbeiführen? Bringt ihren Schatz zurück. Schatz? In der Gruft auf den Feldern haust ein anderer Stamm von Kriegs. Von der bösen Sorte. Dieser Stamm hat den größten Schatz unserer Kriegs gestohlen. Ein Katzenreitgeschirr. Katzenreitgeschirr? Oh ja. Griggs reiten auf Katzen wie Menschen auf Pferden. Geht zu der Gruft, holt das Reitgeschirr und kommt zu mir zurück. Wo ist das Reitgeschirr? In ihrer Kapelle, die der kleinen Skulptur eines Heiligen gleicht, wie man sie an Kreuzungen aufstellt. Woher wisst ihr das denn? Ich könnte sagen, ich habe es in Hühnergekräuse gelesen. Aber die Wahrheit ist profaner. Einer der Griggs hat sich in mich verliebt. Er lässt mich wissen, was sich in dieser Gegend tut. Macht ihr Witze? Ach, egal. Danke. Tö, Kriegliebe. Ach, sehr gut. Warte. Stand gerade was vom vierblättrigen Kleeblatt. Moment. Ich muss den Maurer das vierblättrige Kleeblatt bringen. Ah ja, sehr gut. Angenommen und mir ihrerseits ein vierblättriges Kleeblatt geschenkt. Ja, dann tun wir das doch. Aber zuvor zu Julian, dem alten Taugenichts. Es ist schön, euch zu sehen. Was ist passiert? Alina ging auf den Feldern spazieren und kam nicht wieder. Ich verliere noch den Verstand. Geralt, bitte helft mir. Gut. Ich mache mich auf die Suche nach ihr. Danke. Das kann ja nicht wahr sein. Ich hätte gern einen Happen. Ich will erst zum Maurer zurück. Ich will diesen Quest erledigt haben mit den Kriegs. So, und dann gehen wir zurück zu den Feldern. Bah, diese Menschen hier. Schlimm. Nix alleine können, weißt du? Die ganze Zeit machen sie alles allein und auf einmal, wenn ein Hexer da ist, kannst du mir helfen? Ich kann da nichts mehr. Ich bin zu blöd für alles. Hier, nimm 200 Ohren. Du machst das schon, Junge. Mann. Oh, dieser Maurer ist auch so weit entfernt, die olle Potzau. Was? Dahinter. Komm schon, Junge. Lauf, wie der Wind. Sei geschwind. Du kannst das. Ich weiß das. Mauran. Ich hoffe, ihr seid nicht solo. Herr. Ich habe eine Übereinkunft mit den Griggs erzielt. Ich bin beeindruckt. Wenn ihr dieses vierblättrige Kleeblatt tragt,
behelligen sie euch nicht. Vielleicht kann ich die Brücke vor dem ersten Schneefall vollenden. Nun zu eurer Belohnung. Ein Buch über Geister, Hilfe eures Sohnes, ne, Quatsch. Was nehme ich denn? Ich weiß es nicht. Ich sollte würfeln, irgendwie, oder so. Aber ich habe keinen Würfel. Verdammt, hätte ich jetzt einen Würfel. Ich nehme ein Buch über Geister oder Gold. Geist oder Gold, was nehmen wir? Der Sohn geht eh drauf, bei meinem Kampfstil. Geist oder Gold? Komm schon. Ich brauche eine Entscheidung, was nehme ich? Gold habe ich genug, ich nehme das Geister. Ich nehme das Buch über Geister. Sagt keinem, woher ihr es habt. Der Einsiedler wird böse, wenn er erfährt, dass ich's mir ausgeborgt habe. Danke. Wer ist der Einsiedler? Seltsam. Wer ist der Einsiedler? Vielleicht erfahren wir das in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!